Das Museum Bautzen am Kornmarkt hat auch am Freitag zwei Angebote im Programm. Um 10 Uhr wird zum kleinen Museumsspuk eingeladen und ab 13 Uhr heißt es Hinters Glas gemalt. Der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda lädt am Freitag um 10 Uhr in das Lausitzbad zum Seniorenschwimmen ein und ab 15 Uhr trifft sich in der Begegnungsstätte Grüner Hain in der Hufelandstraße die Strickgruppe. Mit dem Team vom IB-Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz können interessierte Mädchen und Jungen am Freitag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr leckere Fischstäbchen, Sandwiches anfertigen und die dann natürlich auch verputzen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda zeigt am Freitag um 10 Uhr das Puppentheater Glöckchen die Geschichte vom Zaubermärchen. Und in der Zeit von 14 bis 18 Uhr kann unter anderem getöpfert gespielt oder im Farmpool gebadet werden. Blutspenden kann man am Freitag in Bischheim-Heslich. Möglich ist dies in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Kita Haselmäuse. In Spremberg wird ab Freitagnachmittag das traditionelle Heimatfest gefeiert. Dabei präsentieren sich bis zum Sonntag viele Vereine und bunte Unterhaltungsprogramme an zahlreichen Orten in der Innenstadt sorgen für Stimmung. Das komplette Programm ist im Internet unter spremberger-heimatfest.de abrufbar. Zum Kreuzkirchenparkfest wird am Freitag in die Görlitzer Südstadt eingeladen. Verschiedene Vereine, Initiativen und Akteure präsentieren sich dort. Es gibt ab 15 Uhr ein Kinderprogramm und Live-Musik ab 18 Uhr. Außerdem kann von 17 bis 20 Uhr der Turm der Kreuzkirche bestiegen werden. Einem Reisevortrag über Sizilien kann man am Freitag in der Bibliothek der Helios-Klinik Schwedenstein in Pulsnitz mitverfolgen. Er beginnt um 19 Uhr. In der Kulturkirche Lauter Stadt findet am Freitagabend ein Violinen-Solo-Konzert mit Florian Mayer statt. Dies beginnt um 19 Uhr. Die großen Hits der 80er und 90er Jahre lassen am Freitag live Philipp Richter und die Funky Beats im Amphitheater in Großkoschen am Senftenberger See erklingen. Los geht's 19.30 Uhr. Jazz und mehr präsentiert am Freitagabend das Duo Florian Poser und Stefan König in den Schwesternhäuser Kleinwelka. Das Konzert beginnt 20 Uhr. Und zum Sommerkino wird am Freitag in den Hoyerswerder Schlosshof eingeladen. Gezeigt wird ab 21 Uhr der Science-Fiction-Streifen Blade Runners 294.